Seit bereits einer Woche ist Heinos Frau Hannelore gestorben. Erst jetzt kam die traurige Nachricht an die Öffentlichkeit. Heinos Manager, Helmut Werner, sprach mit der Bild über die Umstände ihres Todes. Die 82-Jährige starb im gemeinsamen Ehebett in Kitzbühel. Todesursache war ein Herzstillstand. Der sogenannte Sekundentod habe sie friedlich gehen lassen. Hannelore hatte zuvor noch ihr Frühstück eingenommen, das ihr ein Hausangestellter gebracht hatte. Danach erhielt ich einen Anruf von ihr, dass es ihr nicht besonders gut ginge, verriet Werner. Der Manager rief den Rettungsdienst, doch als diese eintrafen, sei Hannelore bereits nicht mehr ansprechbar gewesen. Auch Wiederbelebungsversuche konnten sie nicht mehr retten. Der Sänger selbst war nicht bei ihr, als sie ums Leben kam. Er war zu diesem Zeitpunkt für die Aufzeichnung der TV-Show Kiwis große Partynacht in Berlin. Auf die Frage, wieso die Todesmeldung jetzt erst veröffentlicht wurde, antwortete Werner. Es war Heinos ausdrücklicher Wunsch, sich von seiner geliebten Frau in aller Stille verabschieden zu können. Wir wünschen Heino viel Kraft und richten unser Beileid aus. Ja, Heinos Frau ist gestorben. Habe ich auch nur rein zufällig jetzt irgendwie beim Internet durchscrollen gelesen. Ich bin rein zufällig drauf gestoßen. Eigentlich wollte ich was anderes. Etwas anderes habe ich recherchiert. Ja, und dann habe ich auf einmal diese Meldung bekommen. Sie ist wohl auch schon im November irgendwie. Sie ist im November gestorben. Und ich habe das irgendwie echt nicht mitbekommen. Ja, mein Beileid natürlich an Heino an dieser Stelle. Auch wenn ich kein Fan von Heino bin. Ich mag seinen Musikstil nicht so richtig und auch wegen anderen Sachen. Ich werde auch in den nächsten Tagen noch ein Video über Heino machen, und zwar über den Bundesverdienstkreuz. Da werde ich mich noch ein bisschen kritischer über Heino äußern und was ich auch von Heino so halte. Aber jetzt an dieser Stelle, ja, mein Beileid für Heino. Es ist halt immer schwer, wenn eine geliebte Person geht, vor allem Frau. Ja, und ich kann es verstehen, dass er es so lange verheimlicht hatte. Denn die Presse stürzt sich direkt immer sofort auf alles. Und Promis, bei Promis ist es noch viel schlimmer. Ja. Möge Heinos Frau in Frieden ruhen. Ja. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare.